ja mein Eindruck. Ich bin das letzte Mal vor 5 Jahren hier gewesen, außer Anlass der 25-jährigen Jubiläumsfeier von Warwick und Ramos. Und ich muss sagen, ich bin beeindruckt von dem Technologiefortschritt, der in diesen Jahren stattgefunden hat. Und von den ergonomisch ausgerichteten Arbeitsplätzen, von der vom Fokus auf den Workflow in der Fertigung, den ich in gewisser Weise auch deswegen beurteilen kann, weil ich dadurch, dass ich eine Gitarrenfirma leite, natürlich auch täglich mit den Anforderungen in der Fertigung konfrontiert bin. Die Sauberkeit in der Fertigung ist beeindruckend, die Qualität der Endprodukte, die eben auch ein Resultat der geplanten Fertigung in allen Bereichen ist, so wie ich es eigentlich in kaum einer anderen Firma gesehen habe. Ich habe mir viele Gitarrenfirmen angeguckt, in Deutschland einige, aber auch sehr viel im Ausland, sehr viel in den USA oder in China oder in Japan. Und ich muss sagen, dass Ramos Warwick schon einzigartig ist in der konzeptionellen Gestaltung der Herstellung von Elektrobässen und Elektrogitarren.